Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Vorab möchte ich mich erstmal entschuldigen, dass es letzte Woche kein Video gab. Es lag daran, da ich total erkältet momentan bin. Man hört es vielleicht noch an meiner Stimme. Ich habe meine Stimme jetzt seit gut 2 Tagen wiedererlangt. Und ja, ich habe davor gekrächzt, das ging überhaupt nicht. Deswegen entschuldige ich das schon mal. Heute gibt es ein Haul-Video. Und zwar habe ich eine große China-Bestellung bekommen und 2 kleine China-Bestellungen. Und zwar in einem Tag, das war ja bombastisch. Und dann war ich noch ein bisschen einkaufen und das wollte ich euch jetzt gerne zeigen. Vorab möchte ich aber noch euch eine Sache zeigen, die vor 3 Wochen ungefähr schon gekommen ist. Die habe ich euch nur vergessen zu zeigen. Und zwar habe ich hier auf eBay solche Mini-Ausstecher erhalten und die möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Erstmal möchte ich euch vorab zeigen, einen Mini-Ausstecher, den ihr schon gesehen habt. Und zwar so einen Tannenbaum. Ich möchte euch mal die Größe zeigen. Ihr seht, dass der schon recht klein ist. Und jetzt haltet euch fest, diese nächsten Mini-Ausstecher, die ich da ersteigert habe. Ich habe damit gerechnet, dass die ungefähr in dieser Größe sind, habe ich mir jetzt so gedacht. Pustekuchen, ja, ich zeige sie euch einfach. Ihr werdet dann sehen, was ich meine. Ja, das ist einfach absoluter Hammer. Also wenn jemand sowas sucht, dass ich war so geschockt, wo ich das gesehen habe. Ich habe niemals damit gerechnet, dass die, ja, dass die so klein sind. Und zwar schaut euch mal das bitte an. Ich habe hier Sternchen und Lebkuchenmänner, also Gingerbread. Zeige ich euch gleich nochmal genauer und schaut euch mal bitte die Größe an. Das ist absolut der Oberkracher. Ich halte euch mal den Tannenbaum daneben. Nur mal so als Vergleich. Also das ist absolut der Oberhammer. Ich habe jetzt mit denen schon versucht auszustechen. Ich bin jetzt nicht so ganz gut damit klargekommen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mein Fehler war. Da muss ich nochmal rumexperimentieren. Hier ist der Gingerbread. Total niedlich. Schaut mal, wie winzig. Also das ist so, so süß. Also das als Ohrstecker, wenn ich das hinkriege, das ist ja mega, mega toll. Dann habe ich einmal hier solch ein schönes Herz. Und einmal so diese Sternchen. Und da sind halt jeweils 2 von enthalten. Und ich möchte dazu sagen, falls jemand Interesse hat, mit wem ich ein Tauschpäckchen mache, da sind momentan ja einige Kandidaten offen. Falls jemand da Interesse dran hat, schreibt es mir gerne, sagt es mir, dann kriegt ihr natürlich davon eins ab. Gar kein Thema, weil braucht keine 2, mir reicht da 1 vollkommen aus. Also falls da jemand an so Mini-Dingern Interesse hat, schreibt mir das gerne und dann kommt ihr das natürlich im Tauschpäckchen. Ja, ich möchte noch sagen, wenn ich jetzt in dem Video huste oder kurz pausieren muss, das ist, ne, ihr wisst, dass ich dann huste. Ja, ich versuche das momentan etwas zu unterdrücken, weil es kommt halt immer wieder hoch. Ihr kennt das ja, wenn man erkältet ist, halt einfach so. Aber ich wollte euch das unbedingt heute zeigen, weil, ja, ich wollte nicht noch länger warten damit und ich bin halt selbst immer so aufgeregt und bevor ich da jetzt am Wochenende anfange zu basteln, möchte ich euch das gerne halt zeigen. So, dann war ich in den in einem 1-Euro-Shop. Ich denke mal, ihr kennt das. Das ist so ähnlich wie Tidi. Da gibt es halt alles für 1 Euro. Und ja, ich bin halt ab und zu in diesem Laden, weil der auf dem Weg zum Teddy liegt oder beziehungsweise auf dem Rückweg zum Teddy, wenn ich zur S-Bahn gehe und da gehe ich halt ab und zu mal rein. Zwar nicht so häufig, aber ab und an mal, weil sie haben doch ganz schöne Sachen ab und zu und ja, mir gefallen ganz oft ganz viele Sachen bei denen. Und ja, habe ich mir ein bisschen was mitgenommen. Zum einen habe ich mir Winterdekoration beziehungsweise Weihnachtsdekoration mitgenommen und zum einen solche Sterne, solche Raffaello-Sterne nenne ich sie mal, weil die so schneeflockenmäßig sind, so ein bisschen halt wie Kokosraspeln. Und die machen sich wunderschön, denke ich mal, auf solchen, Boxen, weil ich mache ja momentan so viele Deko-Boxen und ich glaube, das macht sich wunderschöner drauf. Also könnte ich mir gut vorstellen. Also ihr werdet in dem Haul viel sehen, was man auf Deko-Boxen machen kann. Ich habe wirklich viel eingekauft dafür, also wirklich wunderschöne Sachen. Dann habe ich entdeckt, ganz, ganz große, tolle Glitzerschlüssel, auch Dekorationen, da war es um mich geschehen. Ich musste mich so zusammenreißen, nicht alles mitzunehmen. Und zwar habe ich mir gesagt, du nimmst von jedem nur 1 mit, erstmal und probierst es aus. Und zwar sind das solche Schlüssel, einmal in Blau, also das ist so genial, schaut mal, wie groß die sind. Also ich bin da so begeistert von, ich muss überlegen, was ich damit mache. Ja, die sind also wirklich so, so toll. Einmal in Blau, einmal in Pink. Das war ja der Oberkracher, wo ich das gesehen habe. Ich dachte, ich werde bekloppt.
und einmal in Grün. Total schön. Das Grün ist auch schön. Und so schauen die zusammen aus. Und dann bin ich da so ein bisschen durch diese Kinderabteilung, Entschuldigung, Kinderabteilung gelaufen. Und ja, die hatten halt solche Pferde, also solche Penelopes, diese fliegenden Pferde, und nennen sich offiziell Magic Animal. Ich weiß da nicht, ob es da mehrere gibt, weil auf der Rückseite sind auch so Zebras und sowas drauf. Aber die hatten da jetzt nur diese Penelopes. Und ja, da habe ich mir drei mitgenommen. Ich zeige sie euch mal, auch für diese Boxen. Und zwar einmal so ein wunderschönes blaues Penelope-Pferd. Die sind so, so toll mit den Flügeln. Ich denke mal, das wird Acryl sein. Ich weiß es nicht, muss ich mal auspacken. Ich möchte sie noch so lange drin lassen. Ja, und mal gucken, wie die auf den Boxen ausschauen. Und ob man die mitbacken und alles kann, muss ich alles auch ausprobieren. Hat auch 1 Euro gekostet und finde ich total toll. Merkt gerade, meine Stimme geht etwas runter. Ja, stört euch nicht daran. Auf jeden Fall habe ich mir da noch ein pinkes mitgenommen. Und zwar dieses hier. Das sieht so richtig, Entschuldigung, so richtig jellyfarbend aus. Finde ich total toll. Es hat auch einen ganz anderen Gang als das blaue. Wie ihr seht, das blaue hebt halt den Fuß und das macht das pinke halt nicht. Und es guckt auch ein bisschen anders, also in eine andere Richtung. Finde ich total schön. Und dann habe ich mir noch einmal ein Gelb mitgenommen. Das wirkt auch so Haribo-mäßig, so dieses, ja, als wäre es halt Zitrone. Finde ich total toll. Genau, die durften mit jeweils 1 Euro. So, dann war ich bei uns im Laden. Direkt bei uns im Laden hat so ein riesiger Weihnachtsstand, wo halt so Weihnachtsdeko-Kram, also ne, Weihnachtsdeko-Zeug und so hängt. Und ich habe die ganze Zeit versucht, daran vorbeizugehen. Es ging jetzt ungefähr 2,5 Wochen sehr, sehr gut. Bin halt immer wieder dran vorbeigelaufen, aber irgendwann ist es um mich geschehen und ich bin doch mal stöbern gegangen und habe wirklich, hätte mich so in den Arsch treten können, dass ich da nicht schon vorher war, weil ich bin seit Tagen, Wochen auf der Suche nach diesen Schneeflocken zum Eingießen. Ich habe euch ja in den letzten Videos schon diese goldenen und silbernen gezeigt, die mir beim Idee gekauft habe für 7 Euro, die total teuer waren. Und ich brauchte unbedingt so irisierende und ich wollte nicht in China bestellen und in Deutschland waren sie mir einfach zu teuer in diesen eBay-Shops, nur für so wenig. Und ja, ich war mir einfach zu blöde und zu warten und keine Ahnung. Und ja, ich gehe da durch und was sehe ich als erstes? Ich dachte, ich tritt ein Pferd, meine tollen Schneeflocken, die ich unbedingt haben will, in irisierend und weiß und silber. Hat jetzt 1,29 Euro gekostet hier oben. Fand ich total toll. Musste mit. Und dann einmal noch solche mega, mega süßen Eisbären. Die sind so niedlich für diese Boxen. Die müssen da drauf. Das ist so niedlich. Guckt euch das mal bitte an. Wie die gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich die zusammensetzen werde. Das weiß ich alles noch nicht. Auch 1,99 gekostet. Ein bisschen teurer, aber ja, der absolute Oberburner. Also das musste einfach definitiv sein. Ich war heute dann bei Rossmann in der Früh und ja, bei uns hat Rossmann so einen separaten Aufsteller mit so ganz viel Weihnachtsgedöns und da habe ich Glöckchen gesehen. Und da ist mir auch alles aufgefallen, dass es die gleiche Marke ist, also die gleiche Verpackung. Das ist mir vorher gar nicht eingegangen, aber die Läden sind ja auch direkt nebeneinander. Ich weiß nicht warum, aber ich denke mal, ja, ihr wisst, was ich meine. Und da habe ich halt Sachen gesehen, die es bei uns in dem Laden halt nicht gab und die hatten aber bei uns im Laden wieder andere Sachen, die der Rossmann nicht hatte. Total komisch. Auf jeden Fall habe ich beim Rossmann auch nochmal gewaltig zugeschlagen, weil die hatten halt andere Sachen. Und unter anderem wollte ich eigentlich nur Glöckchen haben, die ich vor einer Woche gesehen habe. Und zwar habe ich mir solche Glöckchen mitgenommen. Die sind eigentlich recht schön, recht groß. Das sind diese ganz normalen Glöckchen, die waren auch eigentlich ziemlich teuer. 2,49. Also relativ teuer. Wenn man sie jetzt in China bestellt, sind die definitiv günstiger. Aber ich fand die Größe halt schön und ich, wie gesagt, man muss nicht immer für alles 4 Wochen warten. Und deswegen hat sich das einfach gelohnt, die mitzunehmen. Und ja, ich finde die sehr, sehr hübsch. Und man sieht vielleicht, also die sind jetzt vom Rossmann und die sind jetzt vom, ja, von dem Laden, in dem ich arbeite. Deswegen ist gleiche Verpackung. Ja. Also ihr müsst ja mal gucken. Wie gesagt, das ist, also mein Rossmann hatte da oder zwei separate Aufsteller. Das liegen nicht in der Dekoabteilung, obwohl die in der Dekoabteilung ja auch Wintersachen haben. Deswegen, da muss man immer gucken.
Dann habe ich dort was ganz, ganz Tolles gefunden beim Rossmann, und zwar Schneeflocken, also in so einem Set mit ganz vielen Sternchen, und zwar dieses Set hier. Hier sind oben ganz viele große Sterne drin, sind halt perfekt zum Eingießen. Dann hier solche Sterne mit solchen Mustern, finde ich total toll, solche geprägten Sterne. Dann haben wir hier einmal kleine Sterne. Solche Sterne habe ich schon, aber ist ja nicht so schlimm, kann man nie genug haben. Dann habe ich hier größere Sterne. Hier habe ich rote Schneeflocken, finde ich total schön. Und hier unten habe ich solche glitzerigen Sternchen, finde ich auch total toll. Musste einfach mit, hat jetzt 1,99 gekostet. Und die habe ich mir in den drei Farben genommen. Also einmal noch in Silber und einmal in Gold. Finde ich total toll. Genau, die mussten einfach mit, und ja, finde ich total hübsch. Dann habe ich mir noch mitgenommen. Muss man das hier alles auf den Tisch tun. Habe das jetzt gerade nämlich neben mir so ein bisschen aufgebaut, sozusagen. So. Und zwar habe ich mir noch mitgenommen. Einmal solche tollen Schneeflocken, die waren auch jetzt etwas teurer, 2,49. Und ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt, was ich jetzt meine. Aber die glitzern so extrem. Hier könnt ihr es vielleicht ein bisschen erahnen. Die glitzern in allen möglichen Formen und Farben und halt irisierend einfach. Total wunderschön. Und ich weiß nicht, aus welchem Material es sind. Steht das drauf? Moment. Kein Spielzeug, okay. Das kann ich lesen. Kein Spielzeug. Also ich denke mal, das wird auch so Hartplastik sein. Also ich kann das nicht verbiegen. Mal gucken. Die werde ich auch auf so Boxen setzen. Oder vielleicht mal bei euch ins Tauschbäckchen mitpacken. Das ist echt schön. Irgendwie so als Deko oder sowas. Mal gucken. Und dann habe ich mir noch mitgenommen, auch für meine Boxen, solchen, also einen Schneemann hier. Der hat 1,89 € gekostet. Und den fand ich so süß wegen dem Schlitten. Weil es richtig, richtig niedlich ist. Und ja, ich suche momentan auch noch so ganz kleine Rentiere. Habe ich leider noch nicht gefunden. Aber das fand ich halt dann doch ganz süß. Werde ich oben dieses Zipfelding da abschneiden und werde ihn auf eine Box setzen. Und dann habe ich noch solche süßen Engel gefunden. Die fand ich auch so niedlich. Die haben jetzt auch 1,99 € gekostet. Und schaut euch an mal, wie niedlich die sind. Und auch so Boxen, die sind so, so süß, glaube ich. Deswegen, das durfte einfach mit und ja, konnte nicht dran vorbeigehen. So, ihr Lieben, jetzt zeige ich euch noch das, was aus China gekommen ist. Und zwar sind drei Bestellungen an einem Tag gekommen. Ich warte wochenlang auf meine China-Bestellungen und die kamen dann alle an einem Tag. Und ich war nicht zu Hause, zum Glück war die Mama da. Sind alle per Einschreiben gekommen, was ich total crazy fand. Und ja, wurde halt alles angenommen und ich war so, so froh darüber. Pack das jetzt mal alles aus und dann zeige ich euch das. Bisschen systematisch vorgehen. Und zwar habe ich zwei, also eine Mini-Mini-Bestellung und dann eine etwas größere und dann eine ganz große. Und zwar, die Mini-Mini-Bestellung besteht einfach nur so aus Halbperlen. Und zwar diese hier. Die habe ich für sage und schreibe, ich glaube, es waren 26 Cent ersteigert. Also es war wirklich, also es war halt in einer anderen Währung und umgerechnet waren es 26 Cent. Habe ich ersteigert, war 6 Wochen unterwegs oder 5 Wochen. Egal, 26 Cent war jetzt nicht die Welt. Ist okay, es kam super an. Mit ein paar lieben Worten, auch noch schöne Grüße und so, fand ich total süß. Deswegen absolut großes Kino. Was möchte man mehr? Dann habe ich mir in dem anderen Shop, wo ich schon mal bestellt habe ich mir nochmal ein bisschen was nachbestellt. Jetzt ist gerade ein Ding runtergehupft. Egal. Da habe ich mir einmal Ohrhaken bestellt. Und zwar ganz normale 200 Stück für 1 Euro. Weil ich kaufe die mir eigentlich sonst immer beim Tidi. Habe ich auch wieder welche auf Vorrat gekauft. Aber es sind immer nur 60 Stück für 1 Euro. Und das ist halt 200 schon nochmal eine andere Menge. Und das ist halt, auf den Ding kann man eh nicht genug haben. Und dann habe ich mir noch einmal Wiegeringe mitgenommen. Und zwar 1000 Stück für 1 Euro. Und die habe ich in der letzten Bestellung schon gehabt, in der Größe. In der letzten Bestellung hatte ich die schon dabei und die sind von der Qualität echt top. Also sie sind richtig schön stabil und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. Ich mag einfach, wenn die Biegeringe stabiler sind, als wenn die Solarifari einfach zum Öffnen sind, weil ich möchte, dass meine Sachen halten. Und ja, deswegen benutze ich halt am liebsten solche stabilen Biegeringe. Und deswegen, die sind echt ideal. Und für 1 Euro, 1000 Stück, hallo, was möchte man da sagen? Und dann habe ich mir noch in diesen Shop
nochmals solche Ohrringe halt damit bestellt. Die hatte ich ja letztes Mal auch schon dabei, aber da hat mir die Mama gleich welche gemopst für ihre Sachen. Und ja, da hat sie jetzt auch schon wieder angefragt, ob sie die Hälfte abkriegt. Deswegen sind 50 Stück, glaube ich, sind drinnen. Genau, 50. Also echt super. Die kostet auch nur 2 Euro oder so. Echt günstig bei denen. Muss ich schon sagen. So, das war meine kleine Mini-Bestellung, also meine kleine mittlere Mini-Bestellung. Und jetzt kommen wir zu der großen. Und bei der großen war erstmal Riesendrama, denn der Verkäufer hat mich angeschrieben und hat gesagt, dass das Paket zurückgekommen ist und nicht durch den Zoll gegangen ist. Und er schickt es mir aber nochmal und teilt es halt in 2 Pakete. Und ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, bitte teil das so ein, dass in dem einen Paket meine Rilakkuma-Glöckchen sind, weil dieser Verkäufer hatte Rilakkuma-Glöckchen in seinem Shop und ja, die waren jetzt nicht dabei, die sind in dem anderen Paket. Es sind genau 2 Artikel in dem anderen Päckchen, weil ich hatte, glaube einen Bestellwert von 23 Euro und das ging nicht durch den Zoll durch, leider. Und er hat das jetzt irgendwie getrennt, keine Ahnung, und es müsste jetzt auch irgendwo auf dem Weg sein. Auf jeden Fall waren diese Rilakkuma-Glöckchen und noch eine andere Sache, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ist halt noch nicht angekommen, aber das andere, und das wollte ich euch jetzt gerne zeigen. Ich bin natürlich froh, dass das andere jetzt auch gekommen ist, aber die Rilakkuma-Glöckchen, oh mein Gott, wenn ich die gehabt hätte, ich wäre, oh mein Gott. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich mir als erstes, zeige euch erstmal die simplen Sachen, die ich mir bestellt habe. Und zwar habe ich mir einmal ganz normale Karabiner bestellt. 150 Stück, die jetzt schon wieder rausfallen. Ganz normal 150 Stück, ganz normale Größe, nichts Besonderes. Dann habe ich mir einmal Herzchenkarabiner bestellt. Die sind total schick. Muss ich euch zeigen. Da hat die Mama sich auch schon 5 gemopst oder sowas. Die sind richtig, richtig toll. Schaut mal. Hier solche Herzchenkarabiner. Richtig, richtig niedlich. Auch, das sind 100 Stück gewesen. Hat auch 1 Euro oder so gekostet. Falls jemand mit mir ein Tauschpäckchen macht und Interesse an sowas hat, gerne schreiben. Ich gebe bei sowas sehr, sehr gerne Material ab. Wisst ihr ja. Hier nochmal in der Gesamtübersicht. So. Dann haben wir einmal ihr wisst, was ich meine. Wie heißen die Dinger? Krokodilsklemmen? Nein. Wie heißen die Dinger? Bandklemmen. Jetzt hat 160 Stück in meiner Lieblingsgröße. Keine Ahnung, welche Größe die jetzt haben. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, ein Millimeter. Ne, ein Zentimeter. Das ist ein Zentimeter. Genau. 160 Stück für 1 Euro. Dann habe ich mir diese Kappen da. Wie heißen die Dinger denn jetzt? Ich meine, das ist doch schlimm, wenn man so verdudelt im Kopf ist. Heißen die denn diese Ohrplättchen da, wo man dann draufkleben kann? Genau, die habe ich mir bestellt, auch 1 Euro, weil ich hatte da fast keine, ich glaube noch 5 oder 6. Also da war wirklich mau. Und dann habe ich mir einmal Perlen bestellt, und zwar diese hier. Dort sind jetzt 80 Stück drin. Richtig, richtig schöne. Dann habe ich mir einmal 400 Perlen bestellt. Und zwar solche. Das sieht aus wie so Fruchtbonbons, finde ich total geil. Ich habe die mir ein bisschen anders so decken da vorgestellt. Nicht so schillernd, aber die sind wunderschön. Besonders die blaue hier. Auch falls jemand da was gern abhaben möchte, gar kein Thema. Gebe ich was ab, sind total toll. Sind 400 Stück drin. Ja. Dann habe ich mir solche Röschen bestellt als Perlen. Die sind glaube ich aus Fimo, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste Fimo sein. Ja. So schauen die aus. Einmal fokussiere. Hier total toll. Ja, es sind 20 Stück drin, glaube ich, für 1 Euro. War nicht die Welt, finde ich total hübsch. Muss ich mich jetzt gerade ein bisschen beeilen, weil mein Akku ist schon wieder leer. Furchtbar. Ich hoffe, wenn ihr ausgeht, ja, nicht wundern, ist der Akku leer. Auf jeden Fall finde ich die total toll. Ich bin auch schon total aufgeregt auf morgen. Morgen ist nämlich Spielwiesen bei uns und ja, das ist eine Messe. Und da ist auch unser Kreativkram, glaube ich, mit dabei. Und oh mein Gott, ich bin jetzt schon wieder total hin und weg, bevor ich da war. Ich werde aber dann noch berichten dazu, wenn es da was Interessantes gab. So, dann habe ich mir einmal Glöckchen bestellt. Und zwar große Glöckchen, und zwar in so Glitzer. Das sind auch 80 Stück. Ja, falls jemand da auch wieder was abhaben will, gerne. Also die sind auch richtig, richtig groß. Also auch richtig schön. Aber die waren noch teurer. Die haben, glaube ich, 2,83 Euro gekostet. Also die waren etwas teurer. Und zum Schluss der Bestellung, was noch angekommen ist. Aus diesem Paket waren, wie nennt man die Dinger?
Heute habe ich echt Wortfindungsschwierigkeiten. Und zwar diese Blumenkelche. Jetzt ist mir das Wort eingefallen. Blumenkelche, dort 200 Stück drin, glaube ich, für 2 Euro. Ja, das sind genau die Größe, die ich liebe. Ich habe mir nämlich jetzt mal größere bestellt gehabt. In Deutschland, die waren irre teuer. Ich glaube, da waren 50 Stück für 4 Euro. Die waren wahnsinnig teuer. Und dann waren die auch noch zu groß und sahen total bekloppt aus bei Perlenengeln und alles. Und ja, jetzt habe ich mir die richtige Größe bestellt. Ideale Farben, ich liebe es. Und was will man mehr? Ich bin total begeistert. So, ihr Lieben, das war mein Haul von den letzten Tagen, Wochen, Bestellungen. Ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video und entschuldigt bitte meine Erkältung, aber ich wollte euch das jetzt einfach gerne zeigen, bevor ich nämlich jetzt am Wochenende mit dem Basteln anfange, weil dann wird einiges weggehen. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ihr Lieben, und bis bald. Ciao!